Klima. Oh, ich verhalte das. Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr kratze. Warnung. Klimastabilisatorennetzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Sie sind dafür verantwortlich. Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort. Ja, ja. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten. Wir sind schuld. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbital Watch durch. Oder zerstören Sie sie, wenn Sie müssen. Warum? Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. Abgeschlossen? Abgeschossen. Abgeschossen? Ah, okay. Wir brauchen natürlich Petrochemikalien. Petrochemikalien. Das heißt, wir müssten. Oh Gott, warum ist denn jetzt die Maus? Da müssen wir hin. Ich hätte da einen Job für dich, aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Ja, wir müssen zur Konfliktzone. Quanticat. Und retten wir den Klimastabilisator. Anno 1503, klassisch. Da habe ich das letzte Mal das gespielt. Ewigkeiten her. Siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen Interferenzen. Und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Eigenbrüller. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Ach so. Ich verstehe. Ja, kriegen wir hin. Feuer frei. Boah, das ist ein Gewusel. So, gehen wir erstmal auf den Gefechtsturm. Einsatz. Oh, und machen dann die kleinen Charger da platt. Vielleicht sollten wir nicht allzu. Oh, nee, ist nur ein Lager zum Glück. Bestätigt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Tower. So, bevor ich das jetzt hier wieder alles übersehe. Petrochemikalien, yay! Bevor ich das Ganze übersehe, gehe ich am besten gleich auf die ganzen Inseln und schaue nach, was es dort so gibt. War ein Graphenlager, ich dachte, das wäre jetzt ein Tower. Im Gange. Tschüss. Gute Reise. Ja gut, wie gehen wir vor? Ist halt jede Menge. Wenn wir jetzt diese Insel durch haben, so gesehen. Wir gehen erstmal hier hin und gehen dann zu der Insel. Oh je. Bereit für Einsatz. So, den Treibstoff, den brauchen wir aber wirklich langsam. Oh Gott. Ha! Gegen die Eichscholle, trotz Lenkrakete. Haben die Gefahr gewittert? Dann können wir auf den befestigten Turm gehen. Wunderbar, und so noch Petrochemikalien als Bonus dazu. Einsatz.
Koordinaten bestätigt. Na, es wird am Ende nochmal ein ordentliches Gesuch, ob man nicht was übersehen hat. Was? Achso, wir können ja unendlich Iridium haben. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir auch gleich weiter. Bereit für Einsatz. Zum Petrochemikalienlager und dann zum Gefechtsturm. Ne, zum Turm und zum anderen Turm. Sie greifen an. Bestätigt. Noch ist keins unserer Schiffe in sonderlich großer Gefahr. Das kommt mit Sicherheit noch. Waffensysteme bereit. Okay, es blinkt schon rot, dann das heißt, wir können dann zumindest auch anwenden. Aber erstmal auf eine große Mine und dann die anderen da hinten ein bisschen. Oh. Sind unterwegs. Ich wollte sagen, platt machen. Roger. Reparaturdrohnen gestartet. Okay, dann mussten wir doch ein bisschen früher eingreifen. Eigentlich wollte ich nach dem Kampf eingreifen, aber es war jetzt nicht ganz so klappt. So, der ist zumindest schon mal einigermaßen sicher. Davon haben wir das Maximum erreicht. Davon noch nichts. Bereit für Einsatz. Natürlich da unsere Ecke. Im Gange. Grünes Licht. Ich finde aber auch gut, dass immer zurückgegriffen wird, zurückangegriffen wird, wenn man angegriffen wird. Das heißt, ich bin schon direkt verteidigt, man muss gar nicht wirklich darauf achten. Angegriffen. Ja, trotzdem steht's um uns ein bisschen besser. Selbstreparatur läuft. Hey Muni. Stationen. Okay, das ging schneller als gedacht. Bestätigt. Ach, wunderschön. Treibstoff, okay. Da vorne haben wir noch 4 Stück, die auf uns warten. Bestätigt. An Treibstoff. Dann nehmen wir uns mal den Treibstoff vor. Und alle bereit machen. Warten dann nochmal. Gehen dann nach dem Angriff, der von den anderen kam. Gehen wir zu dieser Insel. Ziel bestätigt. Und schauen uns hier ein bisschen um, was es da so zu tun gibt, aber vorher werden wir angegriffen. Ja, die... Okay, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, die sind schlau, die lauern. Die wissen schon direkt, was los ist. So, wir sind am Maximum. Wir sollten sich vielleicht hier vorne ungefähr abgreifen. Wo der Turm vielleicht noch nicht wirklich. Kampfstationen, sie greifen an. Ja, super falsch. Bestätigt. Okay. Terror of the Sea, gut zu wissen. Da haben wir gar nichts gemacht. Na, ist ja nicht so schlimm, also. Ich war ja auch nicht so unbedingt regelmäßig da. Nicht so regelmäßig, wie ich es eigentlich vor hatte und habe. Von daher waren wir beide nicht unbedingt häufig da. Komm, mach die Mauer weg.
im Gange. Wir fahren jetzt oben rum, gut. Ach so. Okay. Systeme online. Feuer frei. Dann drehen sie wahrscheinlich wieder. Und sie fahren durch die Minen durch. Ich wollte sagen, wenn sie direkt das nächste Mal wieder dort sind, dann gehen wir mit Nuklearraketen ran. Oder auch nicht. Wir gehen direkt auf den Tower. Das war halt bestätigt. Einfach. Nuklearrakete ab. So, wir müssen ja nicht immer so viel Schaden riskieren. Und wir haben immer noch maximal Raketen. Okay. Finde ich gut. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber finde ich gut. So, nicht aufs Graphenlager, denn wir müssen erstmal die Gegner aus dem Weg schaffen. Finde ich ja faszinierend, dass die auch viel früher auf uns raufgehen können als wir auf die. Graphenlager. Und schnell auf den Tower, bevor wir uns Partner. Also, das ging auch beim anderen viel besser. Gut. Haben wir auch alles schon am Maximum. Ich meine, diese Gegner, die man einfach nicht sieht, weil sie so gefühlt ins Wasser, mit dem Wasser eins sind. Ja, da vorne sind auch nochmal ein paar Gegner. Licht. Noch ein paar Bomben drohen. Okay. Selbstreparatur läuft. Sind unterwegs. Das hätte ins Auge gehen können. Dann nehmen wir nochmal den Dings da, den Treibstoff mit. Auf zum nächsten Gefechtsturm. Ja, okay, bis später. Viel Erfolg bei den Hausaufgaben. So, dann nochmal ein bisschen mehr Lager. Wir haben schon fast 100 Iridium. Aber gut, das Iridium geht auch natürlich auch weg, weil es leider keine Ressource ist, die man produzieren kann. Kampfstationen. Oder halt, ne. Roger. Okay, ich muss aufpassen. Bestätigt. Und damit haben wir über 100 Iridium. Selbstreparatur läuft. Kampfstationen, sie greifen an. Grünes Licht. Ich wollte schon ganz sagen, sind das hier wieder solche komischen Minen mit Torpedos oder wie? Aber dem war ja nicht so.
So, dann geht's auch so langsam Richtung Kampfstationen. Norden. Wir werden beschossen. Davon haben wir eigentlich schon anders, das heißt, wir können auch eigentlich eher Richtung hier gehen. Niedrige Trefferquote. Jetzt kommt natürlich wieder von allen Seiten. Alle zum Einsatz. Wenn wir vielleicht doch mal den Raketen raufgehen, obwohl, nee, wir sollten sie nicht allzu sehr verschwenden. Auch wenn wir sie ja noch ein paar rumliegen haben hier, aber. Wir wollen mal nicht übertreiben, wenn das auch anders geht. Volle Kraft voraus. Ziel bestätigt. Waffensysteme bereit. Bereit für Einsatz. Okay, ich muss es auch schon wieder langsam auffassen. Das sind doch hier die Missionen, ne? Ja, hier müssen wir die zerstören. Die Störungstransmitter. Räumen wir erstmal hier oben auf und dann gehen wir weiter nach unten wieder. Bestätigt. Heißt erstmal auf den Bombarder und auf den Charger. Kampfstationen, sie greifen an. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Wunderbar, was anderes habe ich nicht erwartet. Schön mit den Explosionen, das ist echt herrlich. Waffensysteme bereit. Da ist so ein Ab aufs Iridiumlager. Das wollen wir natürlich auch haben. Sehr schön. Dann hier den Turm nicht übersehen. Sind unterwegs. Dann nehmen wir das Petroleumlager. Das war doch Petroleum, oder? Ne, Petrochemie. Na gut. Na dann. Waffensysteme bereit. Okay, da kommen schon wieder die Gegner. Koordinaten bestätigt. Im Gange. Selbstreparatur läuft. Ja, läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Ziel bestätigt. Feuer frei. Wie auch immer wir die Mine getroffen haben. Am Ende, wir müssen uns hauptsächlich auf Ende vorbereiten, weil am Ende geht es nochmal ordentlich zur Sache. Verstanden. Weil sie halt hier wirklich überall lauern. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das gezielt anstellen. Ich glaube, wir kommen von dieser Passage rein.
Heißt, wir gehen erstmal hier so lang und dann hier unten lang und dann verziehen wir uns wieder nach da oben. Starte Nuklearrakete. Grünes Licht. Grünes Licht erfreut einen noch immer zu hören. Grünes Licht. Können wir nicht schon auch hier die vorne hier die machen? Bestätigt. Sauber Iridium kann man immer gebrauchen. Kommt ruhig her. Bereit für Einsatz. So, können wir es auch wieder gönnen. Koordinaten bestätigt. Kommen wir noch ein bisschen mit rein, umdrehen. Im Gange. Oh, kommt das hinterher? Der Treibstoff. Oh, jawohl. Bestätigt. Wir wollten von hier oben kommen, ne? Dann haben wir vorher noch ein bisschen Action, gut zu wissen. Dann würde ich sagen, geht es erstmal Koordinaten bestätigt. Dort nach oben. Dann machen wir diese Enge auch frei. Boah, gibt noch so viel zu tun hier. Roger. Im Gange. Direkt danach gehen wir auf den Gefechtsturm. Ziel bestätigt. Feuer frei. Natürlich geht hauptsächlich auf eine Seite, auf ein Schiff. So, das Graphenlager, das könnt ihr nicht beschützen, tut mir leid. Was? Was war denn das? Koordinaten bestätigt. Sind unterwegs. Batz. Bereit für Einsatz. So, ja auch nochmal. Ah, ich finde es einfach, sieht einfach schön aus, so der Effekt. Wie das Wasser sich so gesehen verzieht. Koordinaten bestätigt. Der Effekt ist denen schon gelungen. Das muss man schon sagen. Wenn man noch in Betracht sieht, wie manche andere Spieler, die irgendwie irgendeinen Wassereffekt haben, wie miserabel der Effekt ist, es gut ab. Aber gut. Guck mal, soll ich auch an, auf was für eine Engine und so weiter die haben, hauseigen und so weiter. Okay. Auf dem Gefechtsturm. Ja, doch. Wir sind unterwegs. Systeme bereit. Roger. Ah, Roger. Petroleum kann man immer gebrauchen. Aber jetzt wollen wir
Roger. Hier hin. Und dann schauen wir mal gleich, was es irgendwie so für Zusatzmissionen gibt. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Oh. Das habe ich gar nicht mehr bedacht. Sollten wir das jetzt mal machen. Treibstoff bekommen wir noch irgendwo her. Das dürfte nicht das Problem sein. Genauso wie solche Impulse, das heißt, wir können auch den Impuls jetzt mal eben anwenden wieder. Torpedo abgefeuert. Bye. War schön mit euch. Was leuchtet denn der Treibstoff so schön? Dann würde ich sagen, fahren wir genau erstmal dorthin. Und schauen uns nochmal nach den Aufträgen an. Wir haben ein Sicherheitsproblem, dem Sie sich widmen sollten, wenn Sie bereit sind. Fuck off. Darauf habe ich ja nun wirklich gerade gar keinen Bock. Treibstoff noch loszuwerden bei denen, aber wir kriegen den ja noch wieder. Den Treibstoff finden wir ja noch. Der liegt ja schon schön auf dem Wasser rum. Entladen abgeschlossen. Sehr effizient. Perfekt. Sehr effizient. So, dann schnappen wir uns nochmal 6 Treibstoff. Die liegen ja zufällig auch hier rum. Wie ist der Zufall halt will. Volle Kraft voraus. So, was haben wir hier? Folgen Sie Kreuzer mit Ihrem Fahrzeug. Folgen Sie Kreuzer mit Ihrem Fahrzeug. Wo Kreuzer? Im Gange. Im Gange. Na, wie wär's, wenn du vorfährst? Ich soll dir doch folgen, nicht vorfahren. Ja Gott, nochmal. Volle Kraft voraus. So, hier ist eine Gabelung. Bis dahin fahren wir erstmal. Bestätigt. Koordinaten bestätigt. Ja, drehst du jetzt Kreise oder was machst du? Oh. Fahr doch einfach geradeaus. So tief fliegt Snow ja nicht im Wasser. Aber bist du hier hin? Sind unterwegs. Danke. Wenn Sie nicht eingeschritten wären, hätte es eine Katastrophe gegeben. Der braucht eine Eskorte. Da waren wir natürlich wieder gut genug für, ne? Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Samis Rettungsboot mit ihrem Fahrzeug. Oh nein. Beladen abgeschlossen. Fracht eingesammelt. Hier haben wir noch eins. Oh, dieses Gesuche schon wieder. Beladen abgeschlossen. Die Maps sind ja überhaupt nicht riesig. Da liegt ja auch gar nicht so viel im Wasser, was man nicht mehr braucht. Kann man das ja schon mal finden.
hier. Super Ort, würde ich mal sagen, ne? Einen sichereren Ort gibt es gar nicht. Verladen abgeschlossen. Das war genau in die gefährliche Zone. Wir werden beschossen. Hä? Wir werden beschossen. Ja, was kommt denn auch von da oben an? Da kommen sie. Oh. Weißt du was? Das war echt unheimlich. Leck mich am Arsch. Wenn ihr auch so dämlich seid. Reparaturdrohnen gestartet. Scheiß doch die Wand an. Ich wollte da doch ganz geschickt mit Taktik rangehen und nicht irgendwie so, oh, los, durch da. Das ist offen. Na gut, ich wollte aber auch da oben durch, das stimmt schon. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir halt jetzt von hier unten, wenn ihr jetzt schon hier so dämlich rumsteht. Dass du unbewegliche Ziele treffen kannst. Boah, halt doch die Klappe. Waffensysteme bereit. Was meint ihr, wie ich hierher gekommen bin? Wenn ich erstmal bewegliche Ziele getroffen habe. Nicht die Gänsbestie, du. Volle Kraft voraus. Ziel bestätigt. So, dann gehen wir nochmal die ganzen Türme. Was wir alles haben. Ich hoffe, ich habe keinen weiteren Turm, whatever Ding hier verpasst. Oder irgendein Lager übersehen. Aber gut. Wenn dem dann so ist, dann ist dem halt so. Feuer frei. Ah, ich würde lieber auf den Tower gehen. Das Iridium-Lager kann sich nicht wehren. Das geht sowieso drauf. Iridium, juhu. Gehen wir mal auf die große Mine, die dürfte zumindest schon Teil von dem Transmitter zerstören. Oder auch nicht. Wenigstens wissen wir jetzt, dass du unbewegliche Ziele treffen kannst. Eingebildete. Warte auch mal. Ist das lieber nicht? Winter Soldier. Du bist wirklich knallhart. Jaha. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Das hast du recht gut gemacht. Sie sind wieder da? Wie sieht es aus? Ich muss zugeben, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Gut. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Hey, call. Hey.